Ja, hallo, hier ist Nils für Africa News Analysis und jetzt bin ich mit dem Musa, der der Direktor der Afrikamera ist. Und Musa, am Anfang will ich mal ein bisschen zurückblicken. Wir sind jetzt bei der 12. Version von Afrikamera. Wie war es am Anfang? Wie hat alles angefangen? Ja, das war eine Gruppe von 3, 4 Freunden da, die zusammen um die Uni nochmal getroffen haben. Und wir haben geträumt, eine Plattform von afrikanischen Filmfestivalen hier in Berlin zu gründen. Damals gibt es keine afrikanische Filmfestival hier. Und das war damals auch schwierig, auch diese afrikanischen Filme hier zu sehen, außer Berlinale. Es gab keine andere Möglichkeit, afrikanische Filme hier in Berlin zu sehen. Und wir waren zusammen in der Uni und wir haben entschieden, zusammen ein Filmfestival in Berlin zu gründen. Okay, hört sich sehr interessant an. Ich kann mir vorstellen, dass es am Anfang sehr viele Herausforderungen gab, Challenges. Was waren so die größten Herausforderungen am Anfang? Ja, das war erstmal als unbekannten Leute, einen unbekannten Verein, ein Festival zu gründen. Ja, das war total schwierig. Und am Anfang auch diese Partner zu gewinnen. Auch, ja. Und das heißt, das Geld zu haben, das, diese ganzen Organisationen zu machen, das war ganz schwierig. Aber wir haben dieses Glück, aber wir sind auch, wir haben Kulturmanagement, Kultur- und Medienmanagement nochmal studieren. Wir waren sehr professionell auch mit den Kollegen. Und so, wir haben ja Partner getroffen, mit denen nochmal drüber gesprochen. Und wir haben Glück gehabt, hat es geklappt zum ersten Mal. Und die Partner haben gesehen, das war sehr professionell organisiert. Das Programm war echt sehr gut gemacht. Und die Gäste waren total zufrieden. Und dann ist es einfach losgegangen. Okay, und wie zufrieden bist du jetzt mit der Entwicklung, wenn man jetzt mal zurückblickt von vor 12 Jahren bis jetzt, heute, wie zufrieden bist du? Ja, ich kann sagen, dass wir sind total zufrieden. Erstmal, dass seit 12 Jahren, wir machen jedes Jahr, obwohl jedes Jahr, das immer die Schwierigkeiten, diese Partner, wir müssen nochmal jedes Jahr von null anfangen, neue Partner zu gewinnen oder die alten Partner zu behalten. Und das ist schwierig. Aber was schön ist, dass nach der Gründung von des Festivals, wir haben noch mehr Besucher und noch mehr Partner und das Festival ist in ganz Deutschland bekannt und vor allem in Afrika. Und wir bekommen jedes Jahr fast 300 bis 500 Bewerber und, oder Filme für diese Auswahl. Wir sind dafür total sehr, sehr begeistert auch. Und kommen viele Leute, nicht nur Filmmacher oder Besucher auch. Wir haben Studenten oder Professoren von der Uni, die über uns nochmal kommen, entweder zu arbeiten oder mehr Informationen über afrikanische Filme zu haben. Okay, jetzt wollen wir natürlich auch mal ein bisschen über die Afrikamera 2019 sprechen. Was sind so die Highlights? Aber diese Ära dieses Jahr, das Programm über diese Lusophone Afrika, das heißt die Länder, wo man Portugiesisch mal sprechen auch da. Und wir sagen ein Programm von diesen Ländern da. Und diese Länder, das zu vergleichen mit anderen Ländern im Afrika, das heißt Nordafrika oder Westafrika, Burkina Faso, Senegal, Mali oder Ghana. Und diese Länder haben so viele Möglichkeiten, Film zu machen auch da. Und die Unterstützung lokal, sie haben fast nichts. Und sie haben diese Koproduktion zwischen ihren Ländern und Portugiesisch. Portugal, das ist nicht so groß und deswegen aber diese Filmemacher vor Ort, wo sie selber über Crowdfunding oder über Freunde und so weiter immer kämpfen, die Filme zu machen auch da. Ja. Okay. Und zum Schluss will ich dann noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Was sind so die Entwicklungsmöglichkeiten für die Zukunft betrachtet? Wo gibt es vielleicht noch Luft nach oben, Verbesserungsmöglichkeiten? Ja, die Verbesserung, wir überlegen das Programm mal so zu vergrößern auch da, aber Sie haben auch schon mal bemerkt, ja, das ist unsere die Screening, das ist immer sehr voll, die meisten sind ausverkauft. Auch. Und wir sind bei Überlegen auch mehr Programme, also nicht nur für Filmscreening oder zum Beispiel die Plattform, wo die Leute, die afrikanische Filme mögen, die Regisseure treffen, also zum Beispiel wie heute zum Beispiel das einladen, alle Tage Leute zu treffen und mehr Gäste nochmal anzuladen auch da und genau vielleicht überlegen, mit anderen Kinos auch zusammenzuarbeiten. Auch. Okay, dann vielen Dank und dann noch eine erfolgreiche Afrikamera dieses Jahr. Vielen Dank auch.